Und hier sind wir wieder zurück. Willkommen in Blackwater City. Und zur zweiten Folge von Ratchet & Clank 1. Ich habe mich heute entschlossen, ich besorge mir nochmal alle Teile, die es gibt. Und spiele es dann nochmal auf der PlayStation durch, inklusive... mein Bild wird nicht angezeigt. Jetzt dann. Inklusive... Wie sagt man da? Ich spiel's nochmal auf 100%. Inklusive aller Trophäen. Und ich hab ein paar tolle Sonderangebote. Und er hat Sonderangebote. Ja. Und man geht immer noch mit Dreieck zurück. Wenn wir den ganzen Spaß dann irgendwann mal haben, habe ich heute festgestellt, muss ich auch noch mir einen Splitter holen, den ich an meinen Splitter ranziehe, damit ich dieses HDCP umgehen kann, damit ich überhaupt die PlayStation capturen kann. Weil ich habe meine PlayStation versucht anzuschließen und festgestellt, das funktioniert nicht. Also die PlayStation funktioniert, nur das Capture nicht. Weil das einen eingebauten Kopierschutz hat, den man nicht umgehen kann. Das ist nicht schön. Kommst jetzt du schon wieder her? So. Und wenn, sobald das endlich mal läuft, werden wir alle Ratchet und Clank Teile für die PS2 und 3, die es auf der PS3 im Online-Shop gibt, nämlich alle, nochmal auf 100% spielen. Mit Ausnahme von Ratchet Gladiator. Den werden wir über den Emulator spielen, weil das spiele ich im Koop und der andere Herr wird stark vermutend keine PS3 haben mit Ratchet Gladiator emuliert drauf. Und deswegen wird das per Parsec und Emulator Koop gespielt, so wie wir es mit dem Dragon Quest 9 gemacht haben. Nur dass es nicht über dem NDS, hier sind ja so viele. Nur dass das nicht über den NDS-Emulator läuft, sondern halt über den PCSX2. Ah, die werden mehr. Das ist ja doof. So. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was man mit den Goldbolts macht. Ich wollte damit jetzt mal warten, bis wir einmal durch sind. Weil das wird bestimmt am Ende irgendwann erklärt mal. Ich hoffe, dass das mit dem Ton einigermaßen passt immer noch. Ich habe 2 Leben. Und da steht eine Horde von Gegner. Toll. Macht mal. Lauft, meine Freunde. Lauft. Opfert euch für mich. Dankeschön. Meine besten Freunde in dem Spiel. Und einen nehme ich sogar mit. Komm, du begleitest mich bis zum Spielende. So viel dazu. Wollt ihr mich beißen, die Sau? Um es mit den Worten aus Kingdom Hearts zu sagen, ich brauche keine Waffe. Meine Freunde machen mich stark. Es trifft hier ziemlich genau zu. Nach dem Stream gehen wir Abendessen. Nach dem Abendessen werden wir in Diablo noch 50 erreichen. Also ich, weil ich stream kein Diablo. Warum nicht? Weil ich... Keine Ahnung.
Dieses neumoderne Zeug streame ich einfach nicht gern. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht ziehe ich mal eine zweite Klasse hoch und dann kann man noch mal gerne durch die Story durch, aber ansonsten. Nö. Ist das denn richtig? Downtown. Naja, gehen wir mal. Cool. Ach stimmt, das haben wir noch diese hier. Sollten wir auch probieren. Ach, die geht nicht auf Kisten. Das ist ja doof. Fangt! Habt ihr toll gefangen. Welche Taste muss ich drücken? Einmal kurz. L2, okay. Und Kamera zentrieren. Hey, ich krieg Freunde. Los, meine Freunde. Fliegt und siegt. Vor allem siegt. Ich feiere diese Kerle. Aida für deinen Roboter im Tausch. Okay. Ratchet. Hey, war nur Spaß. Tut mir leid, der ist unverkäuflich. Was ist Rida überhaupt? Reiß ihn dir auf, Mann. Was hast du zu mir gesagt? R-I-D-A. Reiß ihn dir auf, Mann. Das ist der mächtigste Raketenwerfer der Galaxie. Der ist einen Haufen Bowls wert. Er muss ihn von dem Blar gestohlen haben. Gestohlen? Hör zu, du Mülleimer. Hab ich gesagt, der wäre heiß? Pass auf, was du sagst sonst. Warte, ich weiß schon. Reiß ihn dir auf. 150.000 Bowls. Das dauert noch ein bisschen. Aber das ist halt der stärkste Raketenwerfer. Bowls. Das spinnt doch. Das war falsch. Hier wollte ich hin. Lass mich mal da hoch. Spielen. Na, so viel dazu. Vielen Dank. Dass der Ratchet die ganze Zeit barfuß läuft, ist auch ein bisschen komisch. Aber gut. War halt im ersten Teil so. Den werden wir im ersten Durchlauf nicht bekommen. Also wir hätten sehr, sehr, sehr viel Grind. Darauf habe ich keine Lust. Ja. Mir weh.
Stil. Ach. Also, daran werde ich mich nie gewöhnen, dass man mit Dreieck zurückgeht und nicht mit Kreis. Aber ganz früher war das halt so, ne? Ja, das hat. Oh, ein Goldboot. So. Du öffnest mir die Tür. Du öffnest mir die Tür. So. Diese. Diese. Und du mir den Ausgang. Okay. Du mir wieder den Eingang. Na dann gehen wir wieder rein. Wenn ich so zu meinem Goldbolt komme, gerne. Oh. So viel dazu. Oh. Nein. Hab da eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Aha. Kann ich da oben drauf laufen? Mist. Aber hoch genug geht's ja. Ja. Solange ich nicht aus Versehen zu links oder rechts laufe. Bleibst du stehen. Nicht nach unten gucken. Aha. Ein weiteren Goldbolt. Und jetzt können wir von hier aus weiter Richtung weiter. Wir müssen da hoch. Dann darüber. Au, ich kann dir nicht mit dem Schlüssel angreifen. Ja, ich hol meine Freunde. Und jetzt stirb. Weil es so schön ist, du auch gleich. Dankeschön. Wenn es anders nicht geht. Willkommen bei Hovercon, den intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaften. Captain Quark verleiht dem Sieger des Wettbewerbs einen brandneuen Platin-Zoomerator. Ein Platin-Zoomerator? Das sollte Skids Agent doch beweisen, was du wirklich drauf hast, nicht wahr? Wart mal. Meinst du etwas Skid McMax? Ja, Skid konnte nicht kommen. Deshalb sind wir hier, um für ihn einzuspringen. Na, das werden wir ja sehen. Ah, wie funktioniert das? Da gab es mal einen ganz lustigen Bug. Je öfter wir rückwärts springen, glaube ich. Desto größer werden die Bubas. Und warum ist das so? Weil der Entwickler sich Spaß erlauben wollte. Ne, Insomniac Games?
Und es gilt theoretisch bis ins Unendliche. Viel Spaß beim Selbstprobieren. Das war falsche Richtung. Dahin. Na, ihr? Oh, da kommen nochmal zwei. Jetzt stirbt er. Danke. Ah. Na gut, dann nehmen wir das mal an dem Rennen teil. Oh Gott, keine Ladesequenz, kein Nix. Vor allem keinerlei Einführung. Nochmal. Nochmal. So. Das mitnehmen, da hoch. So. Ach, Mist. Ach, das ist ein Booster. Ich glaube, bei diesem Rennen gab es auch irgendwo einen versteckten Goldbolt, durch den man durchfahren musste quasi. Hui. Oh. Platz 2. Wo ist denn der erste? Ach, da. Direkt neben mir. Komm, bleib doch mal wo hängen. Bevorzugt irgendwo. Wo ist... Genau. Ey, wieso wirst du nicht blockiert davon? Du bist ja voll der Cheater. Schon wieder zweiter. Der ist ja voll am Cheaten. Was? Shit. Dritter. Das nochmal ist voll der Fake. Also, Boost. Okay, da kommen wir nicht drüber. Was war das denn? Ach, wir können Tricks machen. Na toll. Ach so, wir können uns bei den Tricks auch hinlegen, wenn wir die nicht rechtzeitig zurückgehen. Okay. Hui. Was bringt es mir zu tricksen? Es gibt keinen Boost, kein Nix. Außer, dass ich mich irgendwann unnötigerweise genau deswegen wahrscheinlich hinlegen werde. Irgendwas hat mich in der Luft gerade weggedrückt. Der erste Platz cheatet, der kann nicht sterben durch diese roten TNT-Fässer, die aus Crash geklaut sind. War das knapp, wollte ich gerade sagen. Ja, toll. Ach, die werden alle davon nicht beeinflusst. Wie viel cheaten wollen die Gegner? Ja. Hä?
Ich hab doch gar nichts gedrückt. Wieso machst du so einen komischen Sprung? Irgendwie drückt er manchmal von selbst R2, was ich nicht verstehe. Ach nee, das ist einfach nur übelst sensibel. Okay. Wenn ich gegen die Taste puste, triggert sich die Taste. Das ist, ich nenn's mal nicht schön. Ich meine, ich bin dir trotzdem, also ich bin den Gegnern trotzdem dankbar, wenn die da durch dieses TNT fahren. Weil dann ist es für mich zumindest schon mal aus dem Weg. Aber es stört mich ein bisschen, dass die da durchfahren, ohne vom Bord zu fallen. Während bei mir so ein Scheiß passiert und ich zurückgesetzt werde. Das ist ein bisschen unfair. Spiel. Genau. Wieso bist du jetzt so lahmarschig? Wie genau muss ich fahren, damit ich Erster werde? Ach, schade. Jetzt ist eh alles egal. Lass es uns einfach beenden. Ihr habt es doch nicht mal berührt. Meine Güte. Ein neuer Rekord. Ach, echt? Hätte ich auf dem 5. Platz jetzt nicht gedacht. Ach, du bist vorbei. So, und jetzt versuchen wir es so vernünftig wie möglich zu fahren. Sprachlich und fuhr erstmal 10-mal an den Boostfeldern vorbei. Jetzt treiben wir nur so dahin. Ja, toll. Weiche von mir, 3. Platz. So. Jetzt nochmal. Wir versuchen. So vernünftig. Hat der mich da reingedrückt, die Sau? Alter. Ich werde hier doch nur verarscht. Das Spiel mobbt mich. Nochmal. War das im Originalspiel so sackete schwer? Wow. Ah, ich dachte gerade, ich bin wichtig. So viel dazu. Also ich kann ja hier auch Stunts machen, aber was habe ich davon?
werde nicht schneller. Der Boost hält genauso lang. Das ist tatsächlich reine Deko, die mich auf die Fresse legt. Sehe ich das richtig? Wie? Ach, ich bin Dritter. Gibt es denn keine Abkürzung auf der Strecke? Wieso können die eigentlich ineinander fahren und ich werde von denen hier weggedrückt? Was war das schon wieder? Also irgendwie triggert mich das Rennen mehr als jeder Gegner. Ja. Hallo der, erster Platz. Nein, ich habe den Boost nicht erwischt. Naja gut, ging gerade noch. Den Boost auch nicht mitgenommen und jetzt immer langsam Mist. Den Hammer. Den Hammer, den Hammer. Den Hammer. Kurve. Ja, 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 ja. Endlich! Leute, Captain Kirk hier. Es ist mir eine große Ehre, die diesjährigen Sieger der intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaft vorzustellen. Applaus für die Newcomer. Ratchet and Clank. Hey, das sind wir. Als Sieger nehmen Sie heute den brandneuen Profi-Platin-Zoomerator Modell T15 mit. Dieser Hoverboard-Antrieb der Firma Gadgetron bietet mehr Schubkraft, Geschwindigkeit und Steuerungskomfort als alle anderen Antigrav-Produkte auf dem Markt. Tja, Leute, mehr Zeit haben wir leider nicht. Denkt daran, heute Abend den Quark-Klassiker-Kanal auf dem Infobot einzuschalten. Sie zeigen Luftkampf über der Todesschlucht. Mit meiner Wenigkeit. Vielen Dank und einen quarktastischen Tag! Ah, hallo Zoominator. Okay, dann ist das erledigt. Und wir sind wohl enttäuscht, weil wir Quark jetzt doch nicht persönlich treffen. So. Gehen wir jetzt mal in diese Richtung weiter, um festzustellen, dass es immer noch zu ist. Ja. Müssen wir denn dann hin? Fertig. Ah, hier lang. Kann ich da nicht? Oh ne, kann ich nicht. Aber wie wir sehen, brauchen wir gleich den Sprunghaken. Hoppa. Hoppa. Hopp. Und rüber da. Und... ach. Doch nicht ab ins Loch. Ich wollte gerade sagen, ab ins Loch. Und ab ins Loch. Ah. Gut, dass wir uns den vorhin schon geholt. Also gestern schon geholt haben. Hallo? Ja, jetzt da. Genau, der saugt nämlich jetzt das Wasser ab.
Ich kann aber auch sagen, dass es Wasser wieder herbringen soll. Aber muss ich denn das? Hopp. Gut. Aha. Aber hier brauchen wir es wieder. Na gut. Hätte ja sein können. Nicht runterspringen. Und rin damit. Und ab durchs Loch. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier haben wir... nichts, okay. Dann habe ich eine andere Vermutung. Und zwar, dass wir da durchschwimmen müssen. Achso, wir mussten da rein, damit wir das Ding zerschlagen können. Und jetzt schwimmen wir da durch. Ja gut, das macht Sinn. Irgendwie. Mehr oder weniger. Wir haben genug Geld für die neue Waffe. Den Minenhandschuh oder was das war. Ja genau, sind schon richtig hier. Ach Gott. Das ist das Größte, vor dem ich in Ratchet & Clank damals Angst hatte. Das war das Schlimmste, was es gab. Das füllt sich über Zeit auf und wenn du zu langsam bist, da trinkst du irgendwann. Und es gab es damals in der Beta. Also es gab für die PlayStation so eine CD. Auf dieser CD waren... wie nennt man es denn? Waren so Beta-Spiele drauf. Und da gab es eins zu Ratchet und Clank 1 und das war genau eins dieser zwei Level. Davor habe ich das so oft verkackt, dass ich da immer Angst vor habe, wenn ich diese Stelle sehe. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Puh, ja, sind wir. Aber gerade noch. Und tschüss. Eieieiei. Captain Quark will im Wohnwagen nicht von Reportern belästigt werden. Oh, mein Freund und ich müssen den Captain aber in Sachen der galaktischen Sicherheit sprechen. Du meinst du und deine laufende Kamera? Ihr Paparazzi macht mich krank, verschwindet! Aber Sir, Captain Quark wird es bestimmt verstehen, wenn... Nein, Spaß dir, ich weiß doch, wie es läuft. Ihr beschwatzt mich, euch reinzulassen, macht ein Foto vom Captain in Unterhosen verkauft ihr es an die Boulevardpresse für Millionen von Bolts! Sie verstehen das nicht. Und ich verdiene dabei 6 Bolts in der Stunde. Und ich muss mir die Predigten von diesem Geizkragen Quark anhören. Deshalb kommt ihr nicht rein, es sei denn, ich kriege einen Anteil im Voraus. Dass wir uns nicht die Waffe gekauft haben, oder? Oh Mann. Ja.
Jetzt können wir hier durch. Dahinter, genau. Das ist ein geschlossener Kreislauf und du kriegst dein Geld. Seht ihr, wie's läuft? Man ölt das Scharnier und die Tür geht auf. Captain Quark? Was ist los? Ratchet und Clank, Captain. Sie wissen schon vom Hoverboard. Oh ja, ja. Ich weiß, wer ihr seid. Wirklich? Ja, und der Galaxie sei Dank, dass ihr hier seid. Hä? Es gibt einen schrecklichen Plan, unsere Planeten zu zerstören. Ratchet, er weiß es. Cool. Heißt das, dass wir jetzt wieder hoverboarden können? Freunde, wir sind alle in großer Gefahr. Und ich glaube, zusammen können wir diesen Wahnsinn noch aufhalten. Zusammen? Sie meinen, wir sollen ihnen helfen? Hör zu, Ratchet. Ich hab dich beobachtet und ich habe noch nie ein solch unglaubliches Talent gesehen. Du wirst ein großer Held werden. Echt? Sie meinen, ich werde berühmt? Oh ja, absolut. Oh, hier, nimm das. Woran liegt es, dass manche ewig unerkannt schuften, während andere zu Helden werden? Ist es Stärke, Mitgefühl, Zielstrebigkeit oder einfach nur Glück? Diese Frage beschäftigt die Weisen seit vielen Jahrtausenden, doch Captain Quark kennt die Antwort. Deshalb konnte er mehr Tyrannen stürzen, mehr Damen in Not zu Hilfe eilen, mehr Zivilisationen retten als jeder andere Held der Galaxie. Jetzt haben Sie die Chance herauszufinden, ob Sie zum Helden taugen. Dieser Infobot enthält die Koordinaten von Quarks geheimen Stützpunkt. Können Sie mit Karacho Quarks Killerkanonen mit gräulichen Kräften, schlagen Sie sich zum Herz der Basis durch. Beweisen Sie sich, erfahren Sie die Antwort, verewigen Sie Ihren Namen in Geschichtsbüchern. Sprechen Sie vor ungewohnter Anstrengung mit Ihrem Arzt. Keine Haftung bei Tod oder Verstümmelung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Trefft mich in meinem Hauptquartier. Hey, Captain Ratchet, was hältst du davon? Wir werden sie nicht enttäuschen, versprochen, Sir. Ich bleib dabei, dass Captain Quark das größte Arschloch der Videospielgeschichte ist. Das größte verbündete Arschloch, sagen wir es mal so. Ich habe ein paar tolle Sonderangebote. Das ist schön für mich. Eine gute Wahl. Innenhandschuh. Es öffnen sich eigentlich jedes Mal random Ordner, wenn ich aufnehme. Nein, wenn ich stream. Ach, das sind die Dinger. Jetzt da. Auf nach Umbris. Nein, 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 nein. Auf nach... Aridia. Wir haben ja den Preis jetzt. So, gab's nicht zu dem Typen einen Teleporter? Also zu dem unserem, wo wir jetzt hinwollen? Auf jeden Fall gab's einen Schnellweg, aber ich weiß nicht mehr, ob es Teleporter war oder... Ja, war's. Kurz eine Frage, kann ich von hier aus vielleicht darüber und den Goldbolt holen? Hier ist was, das könnte fast so ausschauen, oder? So da rüberkommen. Halt dich fest, Ah.
Na gut. Die Minen sind zielsuchend, wenn die Gegner in der Nähe sind. Was sie sehr stark macht. Was auf den Preis von 7500 erklärt. Und jetzt nehmen wieder alles mit, was Geld bringt, weil wir haben nichts mehr. Wir müssen uns ja schließlich die nächste Waffe auch leisten können. So, gib mir mal meinen Preis. Du hast's geschafft! Tja, ich muss los. Und? Werden Sie mich jetzt vertreten? Na klar, Kleiner. Und als Antrittsprämie gibt's... Na, wo hab ich's denn? Wo ist es? Das. Cooler Helm. Das ist ein Schallsammerer. Damit zieht man Sandmäuse an. Stimmt. Und er gehört euch. Ich muss los, den ganzen Papierkram erledigen. Meine Leute rufen eure Leute an. Und was bringt Ratchet, mir das? Ratchet, hast du Leute? Der Schallsammerer erlaubt dir die Kommunikation mit den geheimnisvollen und intelligenten Sandmäusen. Trotz ihrer unschuldigen Erscheinung sind Sandmäuse geschickte und aggressive Jäger. Aktiviere den Schallsammerer einfach in der Nähe einer Sandmausbehausung und schon erscheint eine Maus. Bist du der Maus sympathisch, ist sie dir vielleicht behilflich. Vielleicht. Wow. Hi. Bist du mir darüber zu kommen? Es muss doch irgendwie denn. Praktisch. Kann ich da rüber boosten und dann da drauf springen und nochmal rüber boosten? Aha, wir sind drüben. Ob das der offizielle Weg ist, wer weiß, aber wir sind drüben. Hallöchen. So, und jetzt müssen wir nur noch wieder zum Eingang kommen. Also sprich einmal zurück und dann teleporten. Bist du böse? Nein. Da lang. Einmal so. Einmal so und wir sind wieder zurück. Gut, dann können wir den Planeten jetzt auch verlassen. Aber die Frage ist, wie wichtig ist jetzt dieses Gadget? Wahrscheinlich fast gar nicht, oder? Wahrscheinlich fast gar nicht. Beim Chen ist bloß was auf diesem Planeten zu bringen. Quarks Hauptquartier auf Umbris. Here we go. Tja, dann machen wir es halt ganz einfach. Was ist das? Geld, Geld, Geld. Und hier gibt es bestimmt schon wieder eine neue Waffe, oder? Nein. So, Schwunghaken. Ah.
Ach so, wir haben uns gar nicht die Karte angeguckt. Ja, okay, es gibt nur diese eine Richtung. Macht mal. Doof. Kann ich die Kugeln wegsaugen? Nein, kann ich nicht. Die Minen werden direkt zerstört. Das funktioniert, wenn wir uns nicht treffen lassen würden. Noch eine. Das sind aber nicht mal unsere Minen. Frage 1, kann man die einsaugen? Natürlich nicht. Frage 2, sind die Zielsuchen? Natürlich. Okay. Ich habe verstanden. Erstmal Kohle. So. Suchen meine Minen diese Minen? Ja. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja, die aktivieren sich ja wieder. Zielen genau an die Kante. Reicht. Da wir nur noch ein Leben haben, müssen wir wieder experimentieren, dass wir da gerade noch durchkommen. Da hinten oben ist erst Leben. Oh Mist. Haben wir Glück gehabt. Wir sind jetzt out of Munition. Jetzt wird es aber langsam knappelig. Mist. Okay. Die Strecke ist böse. Ich sehe es ein. Und ich glaube, wir kommen am meisten weit mit dem hier. Den wir natürlich ausrüsten werden. So. An die Waffe kommen wir gerade, glaube ich, nicht vorbei. Ist nun mal die mit der meisten Reichweite, die nicht direkt kaputt geht. Drei. Ja, die Waffe ist the way to go. Also wir halten fest, Quarks ganzes Trainingsgelände hat eine einzige Blasterschwäche. So. Boom. Oh. Doppel O. Irgendwie war das gemein. Leben. Au.
Nicht in den Stacheldraht, der tut bestimmt auch weh. Und Ratchet, du hast keine Leben mehr. Bienenhandschuh-Munition. Ach, hier ist es aufgegangen. Leben. Uah, das bricht ab. Auch. Dann haben wir wieder Stacheldraht überall. Ich würde es ja gerne ausprobieren, ob das schmerzt, aber nicht mit nur zwei Leben. Am Ende lasse ich mich von dem scheiß Strahl da erwischen. Hopp. Du warst doch gerade grün. Ach komm, das war gemein. Was ist da drin? Gibt's da Leben? Bitte, ich brauch Leben. Ein Königreich für Leben. Königreich für Nanotech. Goldbolt. Das ist A schön und B, das sind Leben. Das ist noch schöner gerade. Vielen Dank. Nehme ich dankend an. Wir haben nur noch 2 Schuss. Die Frage ist, was mache ich damit? Nein? Wow. Oh Gott. Okay. Also hier mal 1. 2. Ist. Und da wäre der dritte gewesen. Haben wir irgendwo. Ach, da haben wir einen Safe Point gehabt. Okay. Ist aber auch weit hinten. Ah, aber wir haben keine Munition zurück. Toll. Gut, hier geht's ja noch. Einfach drüber springen, gut. Ist offen, unsere Leben sind voll. Na dann, ruf ein neues. Darüber. Da drauf. Und da drauf. So, und wo ist jetzt aufgegangen? Karte. Da hinten ist noch irgendwas versteckt. So hatte ich das nicht geplant. Da kommt man nicht hoch. Ja. Mist. Oh. Da ist aufgegangen. Das ist nur
rechtzeitig da drüber kommen. Gott sei Dank. Ne, da ist nicht aufgegangen, da komme ich ja her. Ach, hier ist aufgegangen. Leben. Vielen Dank für Leben. Oh. Uncool. Aber die Tür müsste... Hat keiner gesehen. Nochmal uncool. Aber die Tür müsste ja noch offen sein. Bam. Jetzt können wir das ausprobieren. Okay, wir können gegen Stachelzaun laufen, ohne dass wir uns wehtun. Outplayed. Hui. Ach komm. Das ist jetzt schon gemein. Die andere Tür hinter mir auflassen, aber die vor mir wieder zumachen. So. Jetzt holen wir uns das Leben wieder und jetzt sind wir wenigstens wieder voll. Oder beziehungsweise wir sind diesmal wenigstens voll. Das zumindest jetzt auch mal einigermaßen erledigt. Und du gehst mir auf den Sack. Geh kaputt. Da. Bist du Bronze? Kannst du schmelzen? Scheinbar nicht. Zwischen den Beinen kann er scheinbar nicht schmelzen. Das ist schade für ihn. Gut, dass wir das Ding damals mitgenommen. Oh, da ist ein Hai. Ach so, da können wir es aufs Trockene legen und damit wir. Ah. Bam. Ausgefischelt. Gleich nochmal. Ausgefischelt. Und ausgefischelt. So. Die Frage ist, in welche dieser zwei Richtungen geht's jetzt weiter und wo geht's, wo ist einfach nur Secret? Hier geht's weiter. Okay, wir hätten in die andere Richtung müssen. Dann schnell nochmal zurück. Nein. Da komme ich aber wahrscheinlich nicht ohne dem Wasser hoch. Aber da der Fisch jetzt weg ist, können wir wahrscheinlich... Wobei... Geronimo! Aha! Aber da ist nichts außer diese Kisten, oder? Nein, hier ist nichts außer diese Kisten. Aber der Ort ist aufgedeckt. Na dann. Und was ist das? Was seid ihr? Ach, einfach nur Muscheln. Na dann. Ich dachte schon, es sind so Einsiedlerkrebse, die, sobald ich den Boden berühre, auf mich zustürmen. Hydro-Beamer, los! Wichtigste ist halt, dass wir die Fische besiegen, bevor wir hier rüber gehen. Weil die sind sehr schnell und die beißen. Guckt. Und... Ach so. Die Instant killen. Wow. Okay, ja. Die Instant killen uns.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die beißen uns einfach nur und wir springen kurz weg. Aber dass die uns instant killen. Na gut. Jetzt wissen wir das auch. Und wieder auf nach oben. Bin ja gespannt, in welchem Ratchet und Clank Teil beziehungsweise ob jemals in irgendeinem Ratchet und Clank Teil irgendwer im Chat schreiben wird. Monolog erhalten ist echt schwierig. Hier waren wieder. Hier sind wir ja gestorben, ne? Oh. Die despawnen im Wasser, sehe ich das gerade richtig. Los, Angriff. Okay. Kein Angriff auf Wasserwesen. Notiert. So. Haben wir hier was Verstecktes? Nope. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Ach ja, ich brauche wieder Wasser. Aquarale. Du sollst nicht untertauchen, du sollst da hochspringen. Jetzt darfst du tauchen. Und wieder auftauchen. Blöde Idee, blöde Idee, blöde Idee. Besser. Mir kam so der Gedanke, dass da irgendwo direkt so ein blöder Fisch auf mich wartet. Deswegen bin ich gleich voller Panik weggesprungen. Apropos Fisch. Ach ja. Okay, die platzen also instant auch im Wasser. Wird also Handschuhe im Wasser useless. Notiert. So, dann haben wir hier alles. Dann können wir jetzt nach oben und Wasser einlassen. Das war kein Geronimo-Sprung. Ach so. Wetten, da kann ich nicht stehen. Ja, da kann ich nicht stehen. Was bedeutet, wir gehen jetzt wieder zurück. Lassen das Wasser wieder ab, damit wir stehen können. Und wenn wir stehen können, können wir da auch hochspringen. Schade. Munition. Da steht er ja schon wieder.
So, ihr zwei überrascht mich immer wieder. Betretet den Ring der Helden und ich gebe euch endlich, was ihr verdient. Ratchet, deine Vorsicht ist unangebracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist irgendetwas faul. Hör auf deinen kleinen Blechfreund, Ratchet. Dein Schicksal ist nur wenige Schritte entfernt. Es gefällt mir einfach nicht. Das ist es. Quark hilft uns, den Vorsitzenden Drake zu stoppen. Vielen Dank auch, Clank. Du warst eine große Hilfe. Oh Mann. Geh runter von mir, du Vollidiot. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Was soll das heißen? Was meinst du, was es heißen soll, du Genie? Er wird uns nicht helfen, er wird uns töten. Du bist gar nicht dumm. Aber es gibt noch ein Problem bei deiner Theorie. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Echt nicht? Nein, er macht's. Aber warum? Warum wohl? Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen. Ich bin der offizielle Sprecher von Drakes neuem Planeten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr zwei mein Comeback gefährdet. Es ist noch nicht vorbei, Quark. Nein. Aber... Okay. Das heißt, Captain Quark, den wir das ganze Zeit über gesucht haben, arbeitet in Wirklichkeit Drake. Wer hätte denn damit rechnen können? Du machst ja gar keinen Schaden. Alter! So, jetzt kommt er mit so einem Strahl. Was nehmen wir denn am besten? Bombenhandschuhe, oder? Nein! Warum kannst du sowas? Das macht keinen Sinn. Das mit dem Getrampel sehe ich ja noch einen. Aber wieso schießt du Feuerbälle aus deiner Hand? Was bist du? Das ist ja voll unfair. Alter, diese... Wie man halt mit der Waffe nichts einsaugen kann. Nicht wieder Feuerbälle schießen. Das ist unfair. Alter, hör auf damit. Was soll ich denn dagegen machen, du Spaten? Kann ich deine Feuerbälle wegsaugen? Dann bring... Nein, kann ich nicht. Dann hätte die Waffe zumindest irgendwas gebracht, aber so? Oh. Oh. Okay. Okay. Kann ich nicht den ganzen Raum einfach mit Wasser fluten und dann ist gut? Bäh. Das ist die beste Waffe für große Gegner, kann es sein? 36. Im Bosskampf ist ein paar Schüsse mehr drin. Nehme ich dankend an. Brücke, Brücke hier.
Okay, hey. Ja. Los, meine Freunde. Attacke. Die Brücke ist ja schon kaputt. Ich wollte gerade sagen, solange der nicht so rumtrampelt, wäre das der beste way to go. Aber jetzt hat sich das ja gerade wieder erledigt. Weil ich nicht mehr Maul halten kann. Ja. Was tust du? Okay, jetzt heißt Brücke finden. Eine hier hinten ist eine nicht kaputte Brücke. Ende? Ende. Mann, war der stressig. Hä? Lebt der noch? Komisch. Scheinbar nicht. Wozu mag dieser Infobot wohl gut sein? Vielleicht kann er dich ja ersetzen. Wir sind umzingelt! Wir sind umzingelt! Die Schiffe beschießen unsere Stellung aus der Luft! Das war ein bisschen zu knapp! Wir brauchen Nachschub! Sofort! Eigentlich brauche ich Nachschub! Meine komplette Einheit ist abgehauen und sie lassen mich ganz alleine kämpfen! Wenn der Feind diese Wachlatten nicht aufbringt, mach ich's! Ich schaff's nicht mehr lange! Fordere sofortige Unterstützung an! Ende und aus! Das sind Drecksschiffe, die den Planeten zerstören. Wir müssen diesem Kommando helfen. Das ist nicht dein Ernst. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Captain Quark wird's noch leid tun, sich mit mir angelegt zu haben. Es geht doch nicht mehr um Captain Quark. Hier werden Unschuldige umgebracht. Ja? Diesen ganzen Heldenquatsch hab ich einfach satt. Ich hab selbst genug zu tun. Ratchet, du bist nicht mehr der Alte. Was weißt du schon über mich? Du hast die ganze Zeit nur Quark gesucht. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Genau. Und was ich jetzt tun will, ist Quark finden. Wie startet man dieses Mistding? Weißt du es nicht mehr? Man braucht einen Roboteranlasser dafür. Ich starte das Schiff, wenn du diesem Kommando dafür hilfst. Toll. Erpressung also. Na gut. Halt einfach die Klappe und starte. Schon wieder da? Oh, sie reden mit mir. Ich führe doch keine Selbstgespräche, du Schwachkopf. Bist du sie losgeworden? Ja. Nein. Ich hatte da einen tollen Plan und dachte... Du dachtest? Du dachtest? Das Denken überlässt du besser mir, du Spatzenhirn. Du solltest einfach nur diese beiden Störenfriede erledigen, bevor sie uns richtigen Ärger machen. Ja, aber ich wollte doch... Willst du immer noch der hochbezahlte Sprecher meines Planeten sein? Ja. Wenn ich dir das nächste Mal einen Auftrag gebe, dann will ich Ergebnisse. Jetzt geh mir aus den Augen. Neues Schiff. Planet Batalia. Stillgestanden, elende Deserteure! Wenn ihr Soldaten das nächste Mal unerlaubt abhaut, erschieße ich euch selbst! Moment, ich will einfach... Klappe, du Wurm! Siehst du die Bomber da? Wenn ihr nicht zu den Geschützen geht und die Schiffe vom Himmel holt, ist der ganze Planet im Eimer! Wir treffen uns am Stadttor! Er braucht unsere Hilfe. Ja? Dann geh ihm doch helfen. In die nächste Falle. Na los, geh schon. Das Böse bekämpfen. Ich bin wenigstens kein Feigling. Ah, ja, klar. Sobald ich Quark gefunden habe, wirst du verschrottet.
Ja. Die zwei sind im ersten Teil wahrlich. Ja, wie sagt man das? Die sind wie Ash und Pikachu. Die ersten Folgen über konnten die sich halt nicht leiden. Aber später werden sie unzertrennlich. Und vor allem kann ich endlich mal diese Waffe wieder nutzen. Nach Jahren. Hallo, Fellknäuel. Wow. Okay. Nope. Da geht's lang und da geht's lang. Gehen wir erstmal da lang. Oder kommen wir da jetzt her? Nee, da geht's. Ah, Grandschuhe. Haben wir die noch? Ja, haben wir. Das war ein kurzer Grind. Gleich nochmal. Und Sprung! Das Schöne ist, dass dieses Grind-System das heute noch in jedem Spiel eingebaut wurde. Wobei, das kann ich nicht genau zu 100% sagen, weil ich weiß nicht, wie es in der PS5-Version ausschaut, ob es da auch sowas gibt. Aber wir werden es bald sehen. Wenn ich es auf Steam feier. Bang! Mist. Boah. Viele Bomben. Auf ein neues. Oder du springst einfach gar nicht mehr. So. Und Sprung. Blaster. Sprung. Sprung. Warten. So, so, drück die. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Ah, aber das funktioniert. Aber bestimmt nicht bei dem Dreier-Stack. Lang das Schlüsselschwert, ja. Wie lang das plötzlich wird. Nur für die Bowls. Und rüber. So. Nein. Halt! Wer seid ihr? Was macht ihr? Wir sind unterwegs, um die Galaxie zu retten. Das hast du gesagt und nimm die Hände runter. Das ist ja lächerlich. Eigentlich ist mir egal, wer ihr seid. Ich muss von hier abhauen. Ich bin zur Armee gegangen, um Geld für die Uni zu verdienen. Ich hätte nicht gedacht, dass es Krieg gibt. Woher auch? Es geht um eine edle Sache, Sir. Edle Sache? Na klar. Ich will nur nach Hause zu meiner Familie. Hier? Das habe ich von einem kaputten Roboter. Gebt mir ein paar Bulls für den Bus und es gehört euch. 2000, ein paar, ja. Okay, komm. Dankeschön. Viel Glück beim Galaxie retten oder was auch immer. Herzlich willkommen, Vorsitzender Track. Wie Sie sehen, wollen wir gerade unseren neuen automatisierten Pilotenhelm testen. Mit diesem Helm können die Piloten unsere neuesten Hightech-Jäger mit ihren Gedanken steuern. Genießen Sie die Vorführung. Wir müssen wohl noch ein paar Kleinigkeiten verbessern. Das war dann wohl ein Querdenker. Wenn dieses Ding mal richtig laufen sollte, dann muss ich einfach eins davon haben. Also wenn Sie für Drac arbeiten, wissen Sie vielleicht, wo er ist? Ist das alles, woran du denken kannst? Drac hier, Drac da. Ich habe selbst Probleme.
Wenn du die Wichtigkeit dieser Situation nicht begreifst, dann hast du ein Problem. Ja? Wenn du so schlau bist, wieso bist du dann auf Quarks Trick reingefallen? Ach, vergiss es. Wir müssen beide auf diesem Planeten. Nur das zählt. Ah. Erster Versöhnungsversuch. Ah, falsche Taste. Und Feuer 3? Was bist du denn? Apropos, was bist du denn? Was seid ihr denn? Kann ich dem folgen? Bleibt er da hinten stehen? Soll ich ihm folgen? Wollte der mir was zeigen? Hey! Kommst du da raus? Ah. Ja. Noch irgendwo? Nö. Okay, danke. Fragezeichen. Geräte für die Hand in Dietrich. Oh mein Gott. Okay, wir haben bloß hier einen Strahl. Da wird blockiert. Da blockiert nichts. Dann lassen wir den mal so. Haben wir drei Strahle. Der geht dahin. Ah. Leben. Schön. Money, money, money. Aber wir halten fest, viele Lagerräume sind tatsächlich einfach nur Geld. Was greifst du? Ah. Nein! Jetzt despawnt der. Komm zurück. Komm her zu mir. Du bleibst mir. Du bleibst das ganze Spiel über bei mir. Also, auf nach da oben. Eine Brutmaschine. Für Robos. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Oh, 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 oh. Habt ihr das gesehen? Da gibt's doch bestimmt eine Möglichkeit. Von hier oben. Ah. Gibt's doch bestimmt eine Möglichkeit. Okay, da rutscht man runter und stirbt. Oh Mann. Diese Unebenheiten sind manchmal echt anstrengend. Erwischt. Diesmal. Oh, danke. So, aber wie komme ich jetzt da hoch? Komme ich von hier aus vielleicht darüber? Muss ich gar nicht ganz. Nee, das macht keinen Sinn. Komm nicht mal hoch genug dann.
Und Geronimo noch einmal, aber das funktioniert so nicht. Innen war ja nichts. Und hier kommt man nicht hoch. Na gut, dann wird es etwas für spät, fürs After-Projekt. Gutes Handschuhmunition. Nehme ich immer dankend an. Da komme ich glaube ich nicht über so schnell so einfach. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ach, da ist ein Bolt. Die beschützt mich, während ich hier drehe. Habt ihr fein gemacht. Komm ich da? Nein, komme ich nicht. Na gut. Halt dich fest. Dankeschön. Verstecken spielen tun wir jetzt. Nee! Der Booster ist eine tolle Waffe gegen starke Gegner. Ja, gib mir das Geld. Ja, das ist schön. Wenn du mir das Geld gibst, hätte ich ihn schon lange erworben. Werte Gadget und Werbebutton. Aber ich habe ja meine kleinen Helfer hier allein. Komme ich darüber? Ja. Ist hier was? Ja. Ein Bolt de Gold. Okay, das geht ja noch. Schlimm wäre es gewesen, wenn da jetzt wieder Abgrund gewesen wäre und ich aus eigener Dummheit abgestürzt wäre. Halt links. Etwa mehr als nur knapp kann das sein. Todeshandschuh los. Und noch mehr Todeshandschuh los. Kümmert euch um den blöden Panzer. Danke. Doppelt danke. Können wir uns wieder im Kreis drehen? Und hier auch nochmal im Kreis drehen. Während ich beschützt werde. Los. Was bist du bitte für ein Beschützer? Gut, 20 pro Ding. Jetzt kommt langsam die Kohle rein hier. 5 wieder nur, schade. Aber da lagen gerade schöne Geldbatzen. Wir müssen jetzt irgendwie... Ach, da drüben geht's hoch. Da ist nix. Okay. Schade.
Hi. Das Mistding bewegt sich kein Stück. Außer einem Atomangriff habe ich schon alles andere versucht. Nein, vergiss es, lieb. Naja, war ein Versuch. Ciao. Nicht so hastig, Soldat. Du gehst da rein und wenn ich dich eigenhändig reinwerfen muss. Aha, der Lüftungsschacht führt direkt zur Geschützplattform. Soldat, du musst einen Weg durch den Schacht finden, um unbemerkt auf dieses Anwesen zu gelangen. Du hast Mut bewiesen, indem du so weit gekommen bist, Soldat. Und das gibt eine Belohnung. Ich habe hier eine Nachricht abgefangen, die dich interessieren könnte. Nimm. Ich gehe mein Bataillon suchen. Viel Glück. Da bin ich wieder, liebe Blark. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie viele von euch wissen, ist unser Heimatplanet leider nicht mehr bewohnbar. Wir mussten unsere Fabriken, unsere Labore und unsere Heimat wegen der wachsenden Verschmutzung bedauerlicherweise zurücklassen. Zum Glück gibt es auf den Nachbarplaneten alles, was wir brauchen, um eine neue, wunderschöne Heimat zu bauen, die nun bald vollendet sein wird. Sobald unsere Wissenschaftler die perfekte Umlaufbahn gefunden haben, ist sie fertig. Also reserviert euren Platz. Die besten Lagen sind fast vergeben. Schönen Tag noch. Verstehst du jetzt, warum wir ihn stoppen müssen? Er hört nicht auf, bis er jeden Planeten der Galaxie zerstört hat. Ja? Ich habe größere Hühner zu rupfen. Größer als die Galaxie? Naja, andere Hühner jedenfalls. Sag mal, der Kommandotyp hat doch gesagt, wir könnten in diese Anlage rein. Ja, über den Lüftungsschacht. Aber wir brauchen Spezialausrüstung, um dort zu laufen. Schön, dann lass uns gehen. Wir kommen später wieder. Du brauchst ein paar Magnetstiefel von Gadgetron, um durch diesen Lüftungsschacht zu kommen. Unsere Sensoren zeigen jedoch keine Magnetstiefel auf diesem Planeten an. Ja gut, dann nicht. Dann suchen wir uns dies woanders. Und zwar suchen wir haben noch nicht gefällt. Suchen wir den. Ich dachte, Quark ist hier mit seinem Schiff. Haben wir zwei Orte, ne? Wir hätten jetzt die Mission auf Gaspar. Den Pilotenhelm. Oder das Labor. Haben wir denn sonst noch eigentlich alles fertig? Schaut so aus, ne? Gut, gehen wir jetzt Gaspar oder Orksen? Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und dich nehm ich hier weg. Gut, wir gehen dahin. Organisch benötigen eine O2-Maske. Ja, wow. Also darf ich nur als Clank spielen. Hätte ich mir fast denken können. Na gut, dann rennen wir einfach mal als Clank da lang. Ich hoffe, dass das auch so gewollt ist. Weil wir sind echt langsam. Okay. Wir sollten Kämpfe manuell meiden. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dem einfach eine reinzuhauen, oder nicht? Vor allem, wenn unsere Faust zu groß wird beim Schlagen. Ach so. Wir könnten auch einfach hier lang gehen. Uns mit dem Frosch prügeln. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Danke. Und ab jetzt für uns kämpfen lassen.
Hallo? Kämpfst du für mich? Danke. Ach so. Betreten? Nein. Kämpfen. Wieso gehst du da nicht runter? Dann bekämpf den. Danke. Irgendwas musst du ja hier auf die Reihe kriegen. Tö. Du betretest den. Und jetzt folgt ihr mir bitte. Dann betreten wir den. Jetzt folgt ihr mir bitte. Und jetzt seid ihr doch bitte so freundlich und macht mir mal den Weg frei. Danke. Oh, das war knapp. Betreten. Tschüss. Und was habe ich jetzt hiervon? Gar nichts. Ich sollte da vielleicht nicht reinfallen, oder? Nein. Das ist, glaube ich, unschön. Roshi, bam. Dann haue ich mit meinem Fäustlein auf dein Gesicht ein. Jawohl. Ungefähr so. Oder so. Attacke! Danke. Ich sollte da vielleicht weggehen. 6 Stück. Oh. Dann suchen wir mal. Hier wäre noch einer. Auch da hinten ist auch noch einer. Dann haben wir 4. 5, 6, 7, 8. Nicht ganz, ne? Hier und da mit denen hier haben wir 6 Stück. Das passt. Bitte alle folgen. Meine Armee, sie wächst. Angriff. Betreten. Immer noch betreten. Ach so, ihr seid nicht mehr nah genug. Tada! Oh, und noch eine Runde. Oder bist du ein ganzer Planet nur für Clank? Würde ich ja fast schon feiern. Ja, weg hier. Ach so. Kommt ihr? Ja. Ach, du bist ein dummer kleiner Robo. Warten. Ach, das funktioniert. Jetzt bleiben die mich auf dem Feld stehen, deswegen das Tor offen bleibt. Und Stahlkisten sind halt bis jetzt die meisten Geldkisten, ne? So. Jetzt bleib ich hier drauf stehen. Jetzt könnt ihr rüberkommen. Okay, nicht nah genug. Angriff. Don't touch that. But I touch it. Äh?
Noch eine Freundin. Gut, ihr kommt hier eh nicht drauf. Und wir haben 6 Stück. Betreten. Ich gehe zu Fuß. Weil gibt Geld. Das erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Wie heißt dieser Ort? Hab's vergessen. Nicht Mustafa, sondern... Doch, Mustafa, der Feuerplanet. Und da haben wir uns den Magnetstiefel. Diese Magnetstiefel sind zum Begehen spezieller Metallflächen gedacht. Deine Füße sind aber wohl zu klein, um sie zu aktivieren. Oh. Also ich brauche jetzt eine Sauerstoffmaske und die Schuhe. Nein. Da gehen wir nicht hin, weil hier ist ja noch was. Scheinbar. Nehmen wir gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Weil da dieser Robo ist. Gadget Tron, keine Ahnung, wie der genau hieß. Na egal. Stirbst du oder schaffst du das? Der stirbt natürlich. Kehren wir zurück. Das wird anstrengend. Jedes Mal, wenn einer stirbt, muss man wieder zurückkehren. Macht's mit diesen Sprengfallen echt nicht leicht. Bäh. Könnt ihr hier warten? Brauche ich das hier? Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Hauptsache, die bleiben damals stehen. Und ich hol die anderen noch. Damit haben wir jetzt 6 dieser Viecher wieder dabei. Der geht so, okay, der hat feste Routen. Aber wow. Okay. So, der ist vorbei, jetzt kommen wir hier lang. Gut, wir müssen seine festen Routen auswendig lernen. Bevor der kommt, um uns zu zerstören. Er kommt von da oben, geht hier lang und geht da wieder rüber. Okay. Da lang und dann können wir hier lang gehen. Und gleich weiter rennen. Dann kommen wir da vorbei, bevor der nochmal spawnt. So. Problem solved. Vorerst. Das schaut zu leicht aus. Aber es scheint wohl richtig zu sein.
Also dann, hinein mit euch ins neue Heim. Oh, es geht weiter. Okay. Angriff. Angriff. Oh, doch nicht auf die Viecher. Hier, komm her. Und jetzt Angriff. Danke. Weg hier. Jetzt haben wir schon mal 4, 5. Das werden mehr als 6 Stück diesmal. Angriff, Leute. Töten. Wie viele werden das? 10. Wir haben da hinten bestimmt schon welchen einen verloren, oder? Der steht da hinten bestimmt... Genau, der steht auf Warten. Ne, folgen bitte. Danke. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann fehlen noch 3. Ah, halt, da sind noch 2. Dann fehlt noch einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Tatsächlich, da fehlt einer. Jungs, wartet mal hier. Und ich suche den einen letzten noch. Wo ist der? Ah, hier. Der hing an der Wand, na toll. ...310... ...15... ...21. So, jetzt könnt ihr gerne allesamt das Gebäude betreten. What? Okay. Danke, Fragezeichen. Und weg hier. Geheimagent Klang ist am Start. Ach, okay, mehr ist hier dann nicht. Dann können wir hier weitergehen. Neue Infobot. Neue Koordinaten. Hm. Das hier zeige ich Ratchet besser nicht. Oder auch nicht. Okitaru. Okay. Ist jetzt ein Infobot für Pokitaru, aber scheinbar nicht Pokitaru. Wenn wir es den Ratchet nicht zeigen, kriegen wir natürlich die Koordinaten auch nicht. So, jetzt müssen wir nur irgendwie zurück zum Schiff. Irgendwo hier, ne? Ja. Jetzt brauchen wir die O2-Maske. Und dann kann ich hier als Ratchet wahrscheinlich weiter. Na gut. Oh. Hey, gibst du mir die jetzt oder nicht? Sie sind magnetisch, sie scheinen an mir festzuhängen. Oh. Was hast du denn da drin? Rädchen, Metallspäne, Staub. Du weißt, was ich meine. Was ist es? Ich zeig's dir, aber du musst versprechen, dass du dich auf die Mission konzentrierst. Hat es was mit Quark zu tun? Städte sind voller Smog, Sümpfe sind voller Schlamm und Teergruben voller Teer. Aber hier im Jovai-Seebad scheint die Sonne 24 Stunden am Tag. Besucher erhalten eine gratis O2-Maske zum Tauchen. Ah. Die zutraulichen Meerestiere erwarten ihren Besuch im herrlich blauen Wasser.
Mit ihren gratis Schwimmflossen können sie auch an Schwimmwettkämpfen teilnehmen. Kommen Sie also ins Jowai-Seebad und vergessen Sie alle Ihre Sorgen. Jowai-Seebad, Pukitaru. Wusst ich's doch. Ach komm schon, schalt deinen Spießermodus aus und hab Spaß. Pass auf, wir bleiben nur, bis wir die O2-Maske haben. Vielleicht hilft der zusätzliche Sauerstoff deinem Hirn ja auf die Sprünge. Ja, und vielleicht rostet dir das Salzwasser den Mund zu. Ja. Ach, jetzt zwei. Ein Herz und eine Seele. Holen wir uns mal die Maske ab. Mit der Maske können wir gleich wieder zurückgehen. Aber das wird dann etwas für morgen. Übermorgen ist Max da, dann können wir wieder Dragon Quest spielen. So, und damit würde ich sagen, da fliegen komische Sachen durch die Gegend. Gucken wir noch, was es für eine Waffe gibt. Jedenfalls haben wir jetzt genügend für den Richter. Oh, es gibt ein paar tolle Sonderangebote. Visionsbomber. Eine Schönheit. Ich will kurz was testen. Hallo, Verwüster. So. Bitte zurück, Schnellauswahl. Die Waffe ist ja auch purer Müll. Aber gut, für alle anderen sind gerade ausgerüstet, oder? Ich hab doch gerade irgendwas weg. Die Minen habe ich weg, ne? So. Wenn ich das jetzt nehme. Ich dachte, ich kann die vielleicht zerstören. Ah! Die werden aber anvisiert. Wenn die anvisiert werden. Moment. Hallo, auch wenn die Munition teuer ist. Aber das ist etwas, das will ich trotzdem. Uff. Komisch. Irgendwie hatte ich das Gefühl, man kann die Dinger ganz leicht vom Himmel holen. Ah, da kommt ja noch ein paar Mal. Sie hat einfach die Grafik ein bisschen dreht, weil es um Kurve fliegt. Ja, im ersten Teil war man noch ein bisschen fauler, ich weiß. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg die so schlecht nicht vom Himmel. Obwohl man es anvisieren kann. Und dafür habe ich meine ganze Munition verkauft. Letzter Schuss. Das wäre es gewesen, wenn er jetzt doch geplatzt wäre.
Na gut. Dann würde ich sagen, war's das hier. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Morgen. Cheerio.